Wenn ich jetzt noch in vollem Lauf. Ah, cool. Da aufs Schiff springen, das wäre cool. Okay, da können wir wieder was stoßen. Das hat so ein bisschen was von God of War, dieses Gestoße. Der stoßt auch immer so. Der zieht nur ganz selten mal was. Ah ne, er schiebt's doch. Er hat mich auch gewundert. Okay, aber so kommen wir jetzt da durch wahrscheinlich. Kommen wir dann durch? Na, wahrscheinlich müssen wir hier oben weiter. Okay, ich irre. Dann doch vielleicht dann durch? Nee. Immerhin, das zündet uns nicht an. Ah, dann müssen wir doch da oben lang und dann nach rechts. Machen wir das doch mal. Slowly paced gameplay. Slowly paced gameplay is everything in the life of fast. Ah, jetzt geht's wieder ab. Yay! Na, hinab. So. Okay, jetzt werden wir weiter schieben müssen. Ah, jetzt hat er gestoßen. Das hat ja viel gebracht. Oder? Ah, jetzt können wir da hochklettern. Coole Sache. Na, geht's nicht? Ah. Benutzen wir mal ein paar schwere Angriffe. Ende der Kombo. Hier wird sich's wieder lohnen. Und jetzt beide. Zack. 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 Das war eine coole Sache. Ah, Mann. Zack, legendärer Treffer. Aha, weichst du aus? Wir müssen mal so härtere Bandagen machen. Wunderbar. Sollten wir wieder in Leben investieren? So viel Tod. So viel Blut. Ja, und für was? Für nix. Gut, für Land aber. Für nix. Wir müssen zurück zum Gerichtsgebäude. Zum Gerichtsgebäude wollten wir. Stimmt ja, ich dachte, wir wollten eigentlich zum Hafen. Lass mich raten, wir können hier. Jetzt kommt so eine Turtle-Geschichte wieder. Dann mal los. Die anderen haben alle nur so Holzschilde. Und jetzt. Wir werden erstmal so ein bisschen näher rankommen. So, jetzt hat der Großteil geschossen. Und jetzt wird zurückgeschlagen. So, alle auf einen Streich. Das war eine coole Aktion. Und wir haben keinen verloren. Da bin ich schon ein bisschen stolz auf mich. Ah, jetzt sehe ich gerade. Der hat jetzt nach einer Stunde neu gestartet. Auch mein Aufnahmegerät hier. Jetzt gucke ich mal hier. Ist noch neu. Ah, wunderbar. Dann mal weiter, Gefreiter. Hier ist doch bestimmt irgendwas zum Einsammeln. Oder etwa nicht. Jetzt beste Wert. Hier, habe ich doch gewusst. Ihr baut doch nicht Sachen, die einem nichts bringen.
Aber hier wird es tatsächlich weitergehen. Sehe ich das richtig? Komme ich hier rüber? Na, irgendwie nicht. Cool, Leitern klettern. Ich habe bestimmt ganz viele so Sachen übersehen schon. Aber das war ja tatsächlich etwas schwieriger zu finden. Was ist denn hier? Hier wird gefärbt. Blau gefärbt für die Gewänder, die wir tragen. Coole Sache. Ist auch schön, mal sowas zu sehen. Gegengewicht. Sind wir hier. Mehr blaue Gewänder zum Trocknen. Jetzt geht's wieder hoch. Ich da wieder was übersehen? Na, vielleicht. Wollen wir aber auch ein bisschen weiterkommen. Kann ich nicht alles begucken. So. Ich nehme an, hier geht's weiter. Hier kommst du nicht vorbei, Römer. Nein? Eat that and that. Die Hitboxen sind hier auch sehr gut. Muss man sagen, ne? Da musste Dark Souls 2 ein bisschen dran leiden. Okay. Und wir haben Level 7 erreicht. Shit, und ich habe nichts gesehen. Shit. Ah. Aber das war cool. Okay. Das war der in der Architektur drin. Na so. Und du bist auch nicht wirklich aufgespießt, du bist eher so angespießt. So, jetzt gibt's auch hier mal harten Damage. Zack. Noch rechtzeitig die Blockentaste gedrückt. Bisschen in der Gegend rumgeschlagen. Ah, fiese Geschichte, das immer. Kommen wir da hoch? Da kommen wir hoch. Aha, ihr habt scheinbar alles erledigt. Ah, jetzt dachte ich, das kann man einsammeln. Das war so grün. Bist du zum Einsammeln? Nee. Okay. Na denn. Aber ich. Ah, nee, das ist auch nur Grünzeug. Für mich blinkt gleich alles grün, was grün ist. Okay. Aha, er muss nochmal den Hardmarker markieren. Gut, dann folge ich dir. Ich stehe da in was drin. Wie, ich soll dir folgen? Gummi! Ich laufe durch Gummi. Ich, hä, folgen? Und dann kommst du nicht. Du bist mir ein Scherzkeks. Aber hier ist was. Ah ne, das ist nur Pfeile. Aber hier gleich was aus Stein, Marmor gebaut, ne? Kaum zwei Tage da, schon steht eine Stadt. Der Fluss ist der einzige Ausweg. Wir bringen sie auf das Schiff aus Rom. Na, guckt euch das an. Aber das ist cool mit dem Regen, der da durch
Commodus und seine Wachen sind Hammer. Geflüchtet. Sie waren als erste. Das sind so Details, die machen eine Sache erst richtig cool. Wenn das alles irgendwie gut aussieht und dann hast du so eine in dem Detail, auch hier, der Ruß an der Wand von der Fackel, das macht es erst glaubwürdig für mich. Es ist dann so ein Gesamtwerk. Eine Brücke. Wenn alle in Sicherheit sind, werden wir York mit dem letzten Boot verlassen. Verstanden? Ja, Herr. Marius, hier lang. Wo ist hier? Ah, never mind. Es ist so dieses homogene Design, was es genial macht. Richtig. Wenn jetzt noch meine Rüstung beschädigt werden würde, das wäre nochmal was ganz Besonderes. Oder Rüstung wechseln können, die man dann aufsammeln muss, wenn es so stark verbeult ist. Aber das wird zu weit gehen, glaube ich. Es ist schon ganz gut, wie das hier so alles ist. Guck mich hier schnell mal um, ob sich da nicht noch ein Schriftstück verbirgt. Ha! Dachte ich es mir doch. Ja, ja, ich komme ja schon, ich komme ja schon, ich komme ja schon. Jetzt sind wir auf der anderen Seite von der Brücke. Hier da. Zurückziehen. Jetzt laufen wir wieder zurück, oder was? Ich nehme den Skorpion. Jetzt kommt die Rail-Shooter-Passage. Hier da. Zieht mich zum letzten Ufer zurück. Ja, zieht mir da. Los! Glaubst du es ja? Glaubst du es ja, dass ich das treffe? Am Leben. So. Das ist mal eine coole Sache. Okay, jetzt geht's wieder rein. Ach du Kacke, Mann. Ach, das geht schon gut ab. Gut, dass man dieses Kampfsystem entwickelt hat. Ohne das wären die Spiele echt langweilig. Wobei man auch sagen muss, es ist ja auch schön, wenn man so ein Kampfsystem hat. Ach du heilige Kacke, wie bei Dark Souls, wo man wirklich selber präzise sein muss. Aber man ist da halt doch ein bisschen eingeschränkt zum Teil. Von den Bewegungen und so. Ich halte sie auf, bis das Schiff fort ist. Nein, ihr müsst gehen. Ihr müsst leben. Der Senat wird euch anhören. Ihr seid der Kommandant, Sie müssen. Nun geht! Entkomme zum Schiff. Na, das können wir doch noch gut schaffen, sag ich mal. So, jetzt, zack. Na? Und jetzt. Ah, es gibt nur zweier Hinrichtung. So.
So. Okay. Jetzt muss ich doch ein bisschen Fokus mir wieder dazu holen. Zack. Alles, was geht. Ah, das ist fies. Eieiei. Okay, jetzt leben. Shit. Das war's. Ist das jetzt vorbei oder muss das so? Ich glaube, das muss so. Alter. Aber auch so die Regentropfen, wie die so fallen, das ist schon... Detail ist super. Okay, die haben uns erobert. Uns zerstört würde man nicht so... sehr Zeugs zerstören könnte man das nachher noch benutzen. Wer ist er denn? Er das Gegenstück zu ihr, ne? Das mach ich doch mal ein bisschen lauter. Zum Teil sieht schon fast fotorealistisch aus, aber leider nur zum Teil. Damokles war ein großer Krieger. Ein gefeierter Heerführer einer großen Armee. Seine feigen Generäle verließen ihn. Nemesis, die Rachegöttin, gestattete Damokles als Rachegeist auf die Welt zurückzukehren. Als Centurio, in pechschwarzer Rüstung, der die Generäle, die ihn verraten hatten, bis auf den letzten Mann auslöschte. Und das sind wir, meine Damen und Herren. Okay, wir sind noch nicht ganz schwarz. Wir sind eher dreckig als schwarz. Aber da hat man doch Bock drauf, oder? Jawohl. Jetzt hätten eine richtige schwarze Rüstung und ich wäre, da würde ich sagen, coole Sache. Marius Titus, du bist ein General Roms. Ich habe dich hierher gebracht, um mich vor Damokles zu schützen. Aber du bist Damokles! So sieht's aus. Du bist Damokles! In der Tat. Und meine Geschichte ist fast zu Ende. Ich war besessen von einem Gedanken, einem einzigen Wunsch. Dem Wunsch nach Rache. Rache gegen Kaiser Nero, der meine Familie abschlachten ließ. Rache gegen seine abscheulichen Söhne, die meine Legion verrieten! Um meine Rache auszuüben, musste ich dahin zurückkehren, wo alles begann. Nach Hause. Auf
meiner Reise nach Rom und gab mich die Gefahr. Das Verderben Britanniens hatte auch diese Stadt erreicht. Hungernde Flüchtlinge aus dem einst freien Rom füllten die Straßen und erzählten von Raub und Folter. Das Gesetz lag in Trümmern. Mein einziger Lebenszweck war es, nach Rom zurückzukehren und euer Unheil zu beenden, Nero. Zu verhindern, dass ihr mein geliebtes Rom vernichtet und es dem Volk zurückzugeben. Wir kommen schon echt nah ran an den Film. Also im Film würde man es nicht besser kriegen. Erreiche die Wille deiner Familie. Oh, hier sind Tonkrüge. Hier hätte ich schon fast gern so einen Lauf-Button. Aber er sprintet halt egal. Das ist so das Langsamste, was er kann. Da muss man schon wirklich ganz... Ave Nero. Ganz feinfühlig sein. Aber viele kleine Details, das gefällt mir gut. Hier haben wir doch wieder eine Schriftrolle. Ich glaube, wir müssen da wieder hoch. Ja, hier geht's weiter nämlich. Das hat, hier, die Frau mit den Schlangenköpfen. Wie heißt sie denn? Hydra? Nein. Das ist dieser drachenähnliche, wie heißt sie denn? Die man nicht in die Augen gucken darf, weil sonst wird man versteinert. Scheiße, ich habe keine Ahnung. Die Schwerter weg oder ich werde euch auf der Stelle töten. Okay, ich muss hier ausweichen. Ah ne, ihr habt auch Angriffe. Okay, die sind echt um einiges härter. Ich muss echt aufpassen mit denen. Nicht, dass die hier so einen Sturmangriff auf mich ausüben. Sonst habe ich echt gelitten. Shit. Falsche Richtung. Ich sehe schon, das muss ich nochmal machen. So, jetzt. Shit. Falsche Taste. Aber immerhin, das hat gepasst. Huh. Wir haben schon so ein bisschen was wie von einer Hydra. Kacke. Marius wurde besiegt. Ach so. Nee, ich will ja hier. Puh, gucken wir mal. Ah, wir können wieder ein bisschen was verbessern. Hoffentlich können wir uns das auch leisten. Das können wir uns leisten.